Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Payday 2 mit Klaus, Paul und mir. Und Paul schafft es in den ersten 10 Sekunden das Niveau wieder auf unser Standardniveau zu springen. Yes! Da bin ich Meister. So, liebe Freunde, ihr seht, Klaus und ich haben eine schöne Maske. Kannst du mal erzählen, was wir da gemacht haben, Klaus? Weil die Leute wissen das ja nicht. Wir haben halt die Maske bekommen, indem wir, ja, das war jetzt erstmal die Quintessenz vorneweg, indem wir einfach so eine übelst geile Assassin-Rüstung. Das war eine Samurai-Rüstung, keine Assassin. Was war es, ein Militärlager? Ja, irgendwie schon. Wir haben halt dort so ein Lagerhaus ausgeräumt, wo so eine fette Samurai-Rüstung drin war, und da mussten wir jedes einzelne Teil durch das Gelände schaffen, in unseren Wagen verstauen, und am Ende haben wir diese coole Maske bekommen. War richtig cool. Jetzt ist die Frage, gehen wir sneaky vor, oder... Wir können sneaky gehen, aber ich werde mir eine schwere Schutzweste anziehen. Gut. Okay. Weil wir verkacken. Dann werde ich das auch machen. Wie ging das nochmal da drauf, ne? Ich habe eine schwere Schutzweste schon freigegeben. Ich werde mal sneaky bleiben. Ja, nee, wenn einer sneaky macht, ist das schon in Ordnung. Ja. Wenn dann alle. Wenn er dann das Geld trägt oder so, geht das dann schneller, als wenn er eine Schutzweste hat? Er kann schneller tragen, ja. Dann wäre es doch eigentlich vorteilhaft. Wir beschützen den und der sammelt das ganze Geld ein. Der nette Klaus. Ja. WTF, Tom, also bei dir stimmt irgendwas nicht. Was stimmt bei mir nicht? Dein Entdeckungsrisiko. Ach so. 75. 75. Was soll ich denn da machen? Der Schlagring oder? Na, wissen wir, was sieht denn bei dir so viel? Bestimmt die AK, weil ich so ein fettes Visier drauf habe. Ja, warte. Unwahrscheinlich, aber ohne Ding mit Visier. Nimm mal den Schlagring weg. Lol. Hab ich. Immer noch 75. Die Schutzweste wird bestimmt so sein. An der Waffe. Warte, nimm mal die Schutzweste weg. Nur Schutzweste, einfache Schutzweste, jetzt hab ich bloß noch 55. Komm, wir machen alles Niki. Alle Anzug, das? Attacke. Alles Niki. Wie viel man hat. Na, alle Anzug, Attacke. Unten rechts stehen da unsere Namen und da in der Mitte ist da so ein Kreis, das sind doch 55. Ich dachte immer, das wäre der Ping, Alter. Schon gedacht. Also nehme ich jetzt auch keine Schutzweste. Ja, nimm Anzug, los, Attacke. Okay. Bereit. Oh, krass. Warum habe ich eigentlich nur 17? Wieso habe ich jetzt 45 immer noch? Deine Waffen, also die Waffen ziehen. Was ist denn hier los? Paul, du musst bereit machen, oder? Ja, bleib ruhig. Ich war gerade überstanden, dass ich geile Musik machen kann. Achso. Ach, Musik auswählen, ne? Ja. Oh ja. Und los geht es, liebe Freunde! Ah! Bam, 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 verstehe! Bam, 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 bam. Wir hatten nämlich... Was denn? Das ist schon eine Weile her, da hatten wir 2 Folgen aufgenommen von Payday. Aber wir haben da ein bisschen verkackt. Beziehungsweise... Verkackt. Quatsch nicht. Achso, ja doch, ich hab's verkackt. Unsere Laune war an dem Tag auch irgendwie... Also... Wir waren irgendwie nicht so lustig wie sonst immer. Und da habe ich die 2 Folgen wieder gelöscht. Danach sind noch ein paar. Was rennt andere Seite diesmal. Wir sind auf der anderen Seite diesmal. Oh, da sind 2 Sicherheitsleute, die kommen. Können die mich auch außerhalb des Geländes sehen? Ja. Was wollen die hier? Die Geht weg! Job. Geht weg! Ich möchte das nicht. So. Ich habe, glaube ich, Medipack dabei. Ja, ich habe Medipack dabei. Ich habe einen. Ich habe einen EMC. Bam, 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 bam. Auf Tom rechts, da ist er noch. Ja, ja. Ja, wieso kann ich nicht lang? Pass auf. Ach, da bleibt das mal safe hier. Der Hafenarbeiter hat mich nicht gesehen, obwohl der hätte mich eigentlich sehen müssen. Der Wachmann dort? Okay. Ja, wir müssen eh hier noch woanders hin, ne? Außer wir können. Aber ganz ehrlich, ich mag. Lol, boah, ist das geil! Ich bin hier hoch. Ich mag die Mission irgendwie nicht. Wie easy. Oh,
Bin ich auf der anderen Seite. Alter. Boah, Alter, wir kürzen easy ab, Mann. Weil hier lang geht's. Ich meine, wir können hier hoch, dort oben rein. Da wollte ich schon immer mal hin. Darf ich jetzt rein? Alter, was dort rechts los ist. Wir gehen dort hinten zu dem Wachcomputer. Was los? Ach, stimmt ja. Oh, wir können ja. Gehen wir jetzt hier links runter oder? Ja. Da, wo ich bin, ja. Gut. Ich will jetzt aber dort hoch. Ich geh jetzt noch da hoch. Klar. Nein! Du kannst das noch. Vorsicht, Klaus! Oder Paul. Mach alles easy. Oh Gott, zwei! Oh mein Gott, das war aber jetzt ihr. Paul, mach den kaputt. Oh. Alter, was macht ihr denn? Alter, da ist ein Wachmann. Oh, Klaus! Oh. Alter! Easy. Easy. Fuck der andere Peter. Easy. Nein. Wow. Paul, hier kommt ein Farmarbeiter. Hier kommt ein Farmarbeiter. Du hast ihn nicht gepagert. Pagert den doch. Ging nicht. Paul, da kommt... Du bist so nützlich. Oh nein. Ja, weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? An den verkackten Dingern. Du hast ja... Nein. Jetzt können wir das nochmal probieren. Bist du dumm? Warum bist du da hoch, Alter? So nutzlos. Da ist eh nichts. Fick dich, du Opfer. Stirb, du hast ja Wachmann, ey. Wollen wir nochmal neu starten? Nur wenn du dann immer das hochgehst. Okay. Hitler. Ich wollte da schon immer mal hoch. Das weiß ich, du warst vorhin dafür, letztes Mal schon. Nein, war ich nicht. Ihr habt mich ja nicht gelassen. Bis jetzt, wir starten neu. Ah. Oh Mann. So, das machen wir nochmal neu. Tut mir leid, ich geh jetzt mit euch. Boah, wir waren alles easy. Ja, für mich auch. Der Wachmann kam. Easy und du verkackst es. Bis der Wachmann kam. Aber wir müssen zusammenbleiben. Einzelaktionen, da ist die Gefahr immer groß, dass man entdeckt wird. Sag das Klaus. Nein, ich hier war das jetzt nicht. Das war der Pager. Du kannst einen kurzen Cut machen, ich muss erstmal wieder suchen. Okay, liebe Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wieder in-game sind. Bis gleich. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite lang. So, da sind wir wieder. Diesmal auf dem Schwierigkeitsmodus schwer, weil wir es so drauf haben. Aber wir können da wieder hoch, Jungs. Ja. Weißt du, wo wir lang müssen? Wir müssen voll durch die. Oh, da steht schon einer. Dort, wo die Tore offen sind, dort müssen wir lang. Ja, ich weiß, da steht ein Wachmann, ne? Ist euch bewusst, Jungs? Oh mein Gott, ist das so aufregend. Wen sieht der von uns? Paul, du hast so rot, ey. Stand hinter dem. Klaus, du hast so roten Kopf. Können wir den wegmachen? Weiß ich nicht, ob wir den. Können wir nicht so einen Stein werfen? Rennt da hin. Gib dem einen Kopfschuss und ich sack ihn ein. Oder wie so eine, den erst, sack den soll ein ich? Und dann. Soll ich? Ja, gib ihm. Okay, 3, 2, 1, 2. Ach, Kamera. Fuck. Sehr nice. Sehr gut reagiert, Klaus. Sehr gut. Was ist denn jetzt? Kamera. Alter. Ich möchte mich umbringen. Machen wir das jetzt oder fangen wir neu an? Wir probieren's mal. Sollen wir neu anfangen? Ja. Ja gut. Das macht uns keinen Spaß. Wir sehen uns. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Was verkackte Mission. So, jetzt sind wir doch in einer anderen Mission drin. Und für einige von euch dürfte das Setting hier ein bisschen bekannt vorkommen. Der Autoladen, der bringt's nicht, Paul, so viel kann ich schon mal sagen. Klaus. Weißt du nicht? Oh, achso, Klaus, ja. Hier ist so ein... Ja. Penner. Nur, keine verdächtige Aktionen, die ganzen Zivis hier laufen voll durch... Kann ich den trotzdem machen, den Kunden hier? Ja, aber da guckt einer zum Schaufenster rein, ist das Problem. Hallo. Der sieht das nicht, der steht hinterm Auto. Hallo, wieso? Ja, dort oben war Klaus letztens auch. Aber wieso? Das Problem ist halt nur, dass das hier auch übelst lange braucht, um den Tresor aufzubrechen. Das soll ich trotzdem einfach machen, dann mache ich das und... Ja, Paul, warte mal auf mich. Weil hier liegt doch so ein Buch, weißt du, so ein Lieder Panther oder was das ist. Ja, das stimmt. Genau neben Philipp, den. Ich hab den ja hier noch hinten. Dann mach den mal kaputt. Paul, kommst du dann wieder hierher an den Eingang und dann laufen wir zusammen los. Ihr wisst ja, was ich letztens... In der letzten Folge... Ich glaube, das war die letzte, genau, das war sogar die letzte Folge, wo wir das hier gemacht haben, Klaus. Wo ich den Kunden da erschossen habe. Ja, ich glaube, das war die letzte Folge. Haben wir so viele Aufnahmen versaut? Haben wir verkackt. Ja, wir haben so viele Aufnahmen versaut. So. Da ist ein Safe, der schwarze Verkäufer, der gehört zum Inventar. Auf jeden Fall müssen wir den Kunden erschießen. Ich tue mal so, als wenn ich mit dem rede und ihr erschießt den. Okay. Ah, ne, ist gar nicht schwarz. Entschuldigung.
Guten Tag. Ich erschieße da den ist der Schwarzmann. Warte mal, mit was konnte man schlagen? Mit E, e oder? Guten Tag. Warte mal, hier klatscht gerade einer ins... Ich möchte gern etwas kaufen, liebe Freunde. Du musst den festbinden, ne? Ja. Der liegt... wieder da liegt. Der ist tot. Ernsthaft? Weil hier ja steht so ein hässlicher Zivilist, steht hier drin rein, ne? Nein, das sieht er nicht. Lila Schlange hab ich gefunden. Nice! Also, einfach immer das ist. Okay, ihr könnt weitermachen, ich warte hier. Gut, Paul, wir regeln das. Ich bohren den rein, Alter. Das ist wunderschön. Der liegt so da. So knapp an der Schulter vorbei. Hallo Zivilist, wie geht's dir? Der steht auch da wie so ein bedingungsloser Sklave. Ja. Was machen wir? Klaus, wo bist du letztens hingegangen, durchgegangen? Vor allem hat Klaus das IMD, oder was wir hinten verdammt gut gebrauchen könnten. Oh. Na gut, dann macht er das erstmal und ich... Also, komm mal her, na Klaus. Gut, bleib dort, es gibt eine andere gute Möglichkeit. Das ist Zivi, du kommst dort eh nicht raus. Gut. Ah ja, stimmt, ja. Mit der Maske, die kann man auch überhaupt nicht absetzen. Nee. Wird zu einfach. Also hier steht dann eine ziemlich alte Nutte und der Typ, der geht weiter. Die Nutte sieht... Oh ja, die hat richtig was genommen. Die hat richtig was genommen. Die sieht wirklich... Alter. Richtig heftig. Und ich werde jetzt mal in diese Tür hier eingebrochen. Okay, was natürlich total unauffällig ist, wenn hier andauernd irgendwelche Zivilisten vorbeirennen. Wir sind ins Gesicht. Wie unauffällig die über den Stromkasten gegangen ist. Ich mach das jetzt, okay? Ich setze meine Maske auf. Okay, ich stehe hier an der Ecke, schmiere und komm dann mit rein. Wird auf der anderen Seite einer? Nur noch die Bitch. Ich guck mal, ob hier jemand kommt. Nein, sieht nicht so aus, als ob hier jemand kommt. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Alter. Sehr gut. Ich guck, hier kommt immer noch niemand. Und dann steht so ein hässlicher Wachmann davor. Das, das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe mich in der Tür geirrt. Vorsicht! Was ist jetzt los? Klaus! Was? Hä? Was zur Hölle? Was war denn jetzt? Was ist da los? Ich hab schon gedacht, dich hat jemand gesehen, Paul. Nein. Du hast auf jeden Fall... Welcherin? Hab ich. Was war da los? Der Bohrling! Hey, der stand auf jeden Fall vor mir. Ich wusste gar nicht, wo der herkommt. Um die Ecke, ich kann ja nicht, weil ich in der Tür bin, ob was da so schönes drin ist. Ja. Links sind Klappstühle, wunderbare Klappstühle, drei an der Zahl. Nee, vier. Oh ja, die will ich sehen. Sind da Zivis drin? Kann ich hier reingehen, ohne dass ich mich jemand... Wow, da ist ein Wachmann! Also rechts um die Ecke ist ein Wachmann. Der steht, hier ist so, ich glaube, hier ist so Überwachungskameraraum. Soll ich den einfach mal... Fuck! Erschießen, oder? Nippel den. Willst du das machen? Ja, mach mal, ansonsten hätte ich es gemacht. Gut. Ist das bloß einer? Der steht gleich hier rechts Ecke. Ich glaube, das ist bloß einer. Ja. Hallo, die Nutte steht dort noch. Da kommt ein Zivi! Rein da! Okay. Bang! Kopfschuss! Pager, ich mach. Mach du das! I might have accidentally fallen down. Hast du guck den Kameraraum, oder? Ja, doch. Soll ich den einsagen und wegbringen? Ja, hau den in die Ecke. Okay. Also letztens, wo wir das gemacht haben, da hab ich ja dann am Ende durchgeballert. Da könnt ihr dann in der Zeit, falls ihr jetzt entdeckt werdet, also wenn du noch 50 Sekunden warten könnt, oh geil. Keine Ahnung, was das ist. Wo soll ich denn mit dem Sack hin? Eine Idee? Oh, hier ist, ich sehe den Wachmann. Siehst du den auch, Paul? Hä? Den Wachmann, der ist rot. Ja, den hab ich markiert. 30 Sekunden. Ja, der Wachmann-Onkel kommt Richtung dir. Klaus. Ja, aber der dreht sich wieder um, oder? Ach, der Spast. Einfach mal, wenn wir dann, da haben wir dann fast alle, ich sehe nämlich auch meine, da haben wir die alle weggenutzt haben. Kameras können jetzt auch relativ egal sein. Also könnte das sogar mal was easy werden. So. Was ist da los? Soll ich mal das Ding hier aufmachen? Mich hat irgendwas kurz gesehen. Soll ich mal hier aufmachen, die Tür, Paul? Okay. Okay, in 3 Sekunden. Was? Da sieht nicht was, Klaus! Jesus! Geht doch nicht! Aschisi! Geil! Hey, John! Alter, ist die Bushaltestelle! Alter, ist die...
Ist die? Ich hab. Das war nicht meine Schuld. Doch! Rein! Ihr Schwänze! Mach auf hier! Alles mitnehmen! Mach Eier! Wo ist denn der Kack-Van? Ich hab schon eine Tasche, hab ich schon. Wo ist denn der fucking Van? Hallo, Van. Ja, der Van ist bestimmt schon weggefahren, als den Alarm ausgelöst hat. Aber die haben gesagt... Ja, ich muss zum Van. Haben die gesagt. Hallo, ich hab ne fucking Tragetasche. Möchtest du sie auch bitte benutzen? Paul, machst du das hier oben? Leute, unten? Könnt ihr mir mal aushelfen? Ja, ich sammle die ganze Kacke rein hier. Aber ich hab da keine Taschen genommen. Bitte. Ich bin... Oh, Klaus, ich komme. Wo bist du, Klaus? Ach, dort. Ich hab ne fucking Tragetasche da. Hallo. Ich auch. Mit 50.000 drin oder was ist das? Ah, die schießen mir in Ruhe. Alter! Wow, Leute, ich bin down. Hallo, was ist hier los, Mann? Der Vereidigte. Der Kunde, der hat mich gar nicht sehen können. Oh, Leute. Oh, mein Gott, mein fucking. So assi, das ist gar nicht. Er konnte mich gar nicht. Oh, warte, achso. Ja, ja, ich hab noch 5. 3, 2. Ja, ich hab noch Hälfte. Ich bin auch tot. Ich hab keinen Bock mehr. Dieses Spiel ist so. Nee, das wird im Let's Play auch. Ich hab keinen Bock mehr. Gut, wir brechen das Let's Play an dieser Stelle ab. Ist doch wahr, ey. Der Kunde, der hat mich immer angeschaut. Oh, Tresor, ich soll den Bohrer anlegen. Ich hab den ja nie mal gesehen, den Kunden. Tote. Es ist sicherlich eines von den Scheißspielen. Echt? Nein, es geht nicht. Ihr habt doch gesehen, wo ich stand hinter der Theke, oder? Ja. Der Kunde steht draußen an der Bushaltestelle und sieht mich. An der Bushalte? Wie geht denn das? Wie sieht der mich der denn von dort aus? Geleckt oder was? Pass auf. Wir warten jetzt einfach. Bis wir aus dem Knast rauskommen. Sterb! Paul hält so lange aus. Nein, der Bohrer ist kaputt, ich muss ihn reparieren. Könnt ihr mir eigentlich zugucken? Ja. Ja. Hallo. Paul, nein. Hinter dir, das war hinter rechts, nicht? Nein, das möchten wir nicht. Oh nein. Aber der Bohrer läuft, yes! Kommt hoch, ihr Spasten. Ja. War auf jeden Fall nice. Ich merke, ihr habt das schon mal gemacht. Ja, haben wir auch. Aber der konnte mich nicht sehen, also es ging gar nicht. Paul, wir haben das zwar gemacht, aber wir haben es nicht geschafft. Probieren wir das jetzt nochmal, oder? Klar, Attacke! Gut. Ey, echt, der steht draußen an der scheiß Bushaltestelle. Also, wirklich außerhalb des Geschäfts noch. Mit mich hinter der Theke. Am besten, wir lassen das am Geschäft sein. Kannst du dich nicht einfach zu dem Kassierer legen oder so? Ich hab mich doch genau daneben gelegt. Dann mit meinem Face an dem Bohrer. Pass auf, ich würde denken, das Autogeschäft, das lassen wir mal, weil selbst wenn du den Tresor aufkriegst, ne, du hast deine Maske schon auf, du kannst nichts machen. Du kannst wieder rausgehen. Aber da waren 100.000 drin. Ja, es ist ja nicht immer 100.000. Ja. Ja, meistens. Probieren wir es einfach nochmal, ohne diesen Scheiß. Wir machen es einfach so, wie wir es gerade gemacht haben. Den Kameramann-Raum dort hinten snack ich jetzt weg. Dann kommen wir weiter, würde ich sagen. Komm jetzt mit. Weil dann können jetzt die Kameras schon mal nicht mehr auf den Sack gehen. Das Problem ist halt, ich guck mal von außen, wie viele Wachmänner drin sind. Da hinten steht einer.
Alter, die spielen jetzt auch auf Crack, oder, Alter? Ja, sag ich ja, die stand vorhin schon hier. Voll hier. Wir machen das einfach so, wir holen uns die Kameraräume, den Kameraraum, dann gehen wir hinten rum, gehen durch das Ding, sammeln in Ruhe die Saves ein. Okay. Ich follow dir jetzt einfach und beug jetzt mal das, was du sagst. Ja, das wird schon viel besser. Dann dürfte das funktionieren, dann können wir dann nämlich auch die Schulter auf Paul schieben, wenn es nicht klappt. Nein. Rast dich nur mehr aus. Nein. Hau weg. Geh weg. Da komm ich. Geh weg, Mann. Klaus, du hältst vorne Schmiere und ich gucke hier an der Ecke. Oder soll ich okay, was soll ich machen? Du sollst vorgehen zu der Crack-Tante und gucken, ob da welche kommen. Okay, mach ich. Und Paul macht dabei das Ding auf. Okay, Crack-Tante steht. Gib ihr Geld, damit sie für uns Schmiere steht. Okay. So Hälfte? Ist nichts. Kommt Hälfte? Auch keinen an. Die Crack-Tante steht, wo sie steht. So, jetzt geht Tom, geh mal kurz um die Ecke schielen, ob da der drin ist. Guten Tag, ja, genauso wie vorhin. Kommt was? Den snack ich um. Es kommt von meiner Seite her nichts, obwohl da steht jemand, aber die steht bloß. Ja, schwarzer Polizist. Drinne stehen jedenfalls noch. Hatte ich. Pager beantworten? Pager den. Soll ich meine Maske aufsetzen? Oder jetzt, kommt ein Mantel rein, oder? Soll ich meine Maske aufsetzen? Der steht. Oder sollen wir mal reingehen, gucken und die Wachmänner abchecken? Na, ich guck da von draußen. Also es steht einer genau vor der Tür und die Kamera guckt auch auf die Tür. Also aufmachen wollte er sowieso nicht. Ich setze mir meine Maske auf. Okay? Soll ich mal? Lass das mal. Schau von draußen, ob was reinkommt. Oh, der Wachmann. Da ist einer. Der Wachmann. Da muss noch ein anderer drin sein. Der hat so eine weiße Mütze auf. Ist das der? Nee, der hat keine weiße Mütze auf. Da müsste einer drin sein, der hat eine weiße Mütze auf. Der müsste ungefähr... Der ist oben. Da oben. Ist der. Okay. So, und jetzt war mein Gedanke, dass wir über das Ding oben reingehen. Soll ich mal machen? Und uns die Scheiße oben wegnehmen. Also, darfst du nicht gesehen werden dort hinten an der Tür. Hä? Aber er darf da nicht gesehen werden hinten an der Tür. Ich hab die Kamera doch. Ja, die Kamera ist jetzt aus, ne? Also ich kann da... Ja, ich mein, ich bewege die Kamera gerade. Von dem Passanten, meinte ich. Geh mal hoch. Gut. Dann setze ich jetzt mal meine Maske auf. Wir probieren es einfach mal so. Okay, let's roll. Wow! Ja, genau das meinte ich. Was ist da los? Die Passanten? Ja, die sehen den oben auf der Treppe, die Passanten halt. Es wird nicht. Die müssen wir vorher irgendwie... Klaus, geh du mal dahin. So, ne? Aber auf der Straße ist es auch nicht. Ich komme jetzt auch wieder raus. Ich weiß nicht, die Passanten dort hinten, die dort steht, wo ich vorhin schon gesagt habe, die stört etwas. Bewacht die Tür hier mal, okay? Also hier kommt zweimal dieselbe Frau aus der Tür. Oben ist jetzt, der Wachmann ist jetzt oben. Okay. Beide Wachmänner sind jetzt oben, denke ich. Das sind einfach viel viele Passanten, ne? Ne, ein Wachmann ist noch hier unten, der steht jetzt genau vorne an der Eingangstür. Und der andere ist oben, der ohne weiße Mütze. Also wenn du, sobald du hochgehst, sehen die dich. Sobald du dort oben auf der Plattform bist. Waren die in die Down schreien draußen? Ah, du bist geduckt gegangen. Oh. Geht mal jemand in den Dingsbumsraum und guckt mal, ob die Wachmänner oben sind? Ich bin auf dem Weg. Ja, geh hier mal rein. Ich bewach von draußen. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner rein. Also einer steht unten, den sehe ich. Da ist auch ein Zivilist, glaube ich, oben. Da sind... Ja, die stehen übereinander sozusagen. Ein Wachmann ist, glaube ich, in dem Nebenzimmer. Und die Bankkauffrau ist hinten drin. Okay, die kommt jetzt. Also der eine Wachmann, der läuft... Ich will wissen, ob der Wachmann unten ist. Zivi, knall ich einfach. Also ein Wachmann ist unten. Also der eine läuft jetzt genau auf dich zu. Und der andere läuft an der Tür gleich vorbei, wo du bist. Ja. Also fange ich schon mal an mit... Ja, der steht jetzt genau vor der Tür. Ja, hab ich gerade gesehen. Und der andere Wachmann kommt jetzt hoch und die wechseln sich gerade. Ja, stimmt, der andere kommt hoch. Alter, wie gut die sich abgesprochen haben. Dann fange ich jetzt an aufzubrechen. Und okay, wenn der Kunde steht jetzt... Bleibt unten stehen. Alter, bleib dann jetzt stehen, du Spast. Ja, geht durch und wenn er zurückkommt, knall ich ihn ab. Okay. Genau, der geht, glaube ich, wieder in den zweiten rum. Oder geht er jetzt in den ersten? Ne, der geht wieder in den zweiten. Jetzt kannst du es machen. Er geht wieder in den zweiten. Die Frau ist auch draußen. Genau, die Frau, oder? Die sitzt auch in dem zweiten Raum, wo der Kunde jetzt reingeht. Ah, ne, der steht am Fenster. Das wohl ist Oh, jetzt läuft die Frau wieder rum. Ich glaube, die Frau geht jetzt aus dem Zimmer raus.
Frau kommt jetzt zurück, der Mann... Oh mein drinne. Gott, sind da viele Zivilisten! Die Zivilistentante kommt... Oh, da kommt der zweite Bulle hoch! Der Wachmann kommt wieder hoch, der Wachmann kommt wieder hoch! Scheiße! Fuck, Alter! Oh. Alter, steht jetzt genau... Dumm! Oh mein Gott! Nein! Du bist ja dumm! Wie der runterfällt! Genau, da wird's noch liegen lassen! Klaus, mach du das mal! Pack den mal ein! Ich page den schon! Er page schon! Von da oben? Einpacken meine ich! Der zweite Wachmann, der kommt jetzt wieder. Der zweite Wachmann steht jetzt wieder am Fenster. Und jetzt kommt er auf dich zu. Auf die Tür. Komm raus, deine Maus. Okay, der kommt jetzt, Oh. Okay, der geht rum. Du kannst ihn eigentlich abknallen. Oder du wartest. Ja, jetzt. Jetzt los. Verdammt. Oh Gott. Sollen wir den hier liegen lassen, den Kunden, oder wohin? Kannst du dich vielleicht im zweiten Raum verstecken? Weil der kommt doch. Bitch. Der kommt doch dann bestimmt dort wieder. Wo ist die Frau? Frau ist, glaube ich. Die sehe ich nicht. Komm, die kann sein, dass sie im ersten Raum ist. Oder? Nee, die ist runtergegangen. Nee, ich bin gerade im ersten Raum. Die Frau ist unten, die Frau ist unten. Also oben ist komplett clean alles jetzt. Also der Wachmann-Typ, der geht in den zweiten Raum. Wenn du dich dort hinter der Tür oder so irgendwie versteckst. Das war nice. Ja, genau. Bleib mal dort. Der Wachmann steht unten. Die Frau steht auch unten an der Bank. Dran. Und wenn wir den Wachmann getötet haben, dann komme ich zu dir hoch. So, der Wachmann. Ich knall den schon im Gang ab, okay? Ja, der Wachmann, der stellt sich jetzt wieder in die Ecke rein, ewig. Fuck. Nein. Genau das war's. Der ist nur verängstigt. Okay, was machen wir jetzt? Kümmer dich. Warte, ich bereite Maske vor. Was soll ich machen? Na, am besten antüdeln und irgendwo hinten in der Ecke. Am besten in den Kameraraum. Genau, wo ich gerade bin. Gut, liebe Freunde. Ich würde denken, wir beenden mal hier die Folge. Hol dir mal einen Tüdel. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie hier unser meisterhaftes Diebesspiel weitergeht. Das war's aber erstmal für diese Folge. Wohin? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In den Kameraraum. Okay. Hier, Paul, die Frau, die geht jetzt wieder oben lang, ne? Die kommt wieder hoch, die komische. Schön für die. Hat noch jemand einen Leichensack? Geht ja, ich hab noch einen. Dann sag mal die Alte ein. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.